Ja, hier ist noch Zeug, was wir mitnehmen können. Da ist was. Kann ich bitte wieder Infizierte als Gegner kriegen? Die sind nicht so nervig. Wir müssen zur Straße. Munition in der Schublade, klar, warum nicht? Alles Inventar voll. So, zur Straße, sagt sie. Da unten ist die Straße. Aber Schimmer ist tot. Ich gehe davon aus, dass das Badezimmer, in welcher Form auch immer, die Lösung für dieses Problem bereithält. Und höchstwahrscheinlich auch wieder ein Point of No Return ist. Also nicht das Badezimmer, sondern die andere Tür. Die hätten das auch ganz einfach machen können, ne? Um so Punkte zu signalisieren, so Türen zu signalisieren, wo, wenn man da dann durchgeht, die Geschichte weitergeht und man erstmal nicht mehr zurückkommt, indem sie einfach, dass ich drücke einmal und sie nimmt die Hand an die Klinke, geht aber noch nicht durch. Dann habe ich das Signal, yo, wenn du diese Tür aufmachst, dann passiert irgendwas, oder beziehungsweise du kannst auf jeden Fall nicht mehr zurück. Bist du dir sicher, dass du hier schon fertig bist mit Suchen? Und zack, schon fertig. Eine ganz einfache Kiste gewesen. Okay, sieht gut aus. Ja. Nee, das ist ein Thema, das lasse ich Könnte nicht einfach Schätze ruhen. sein. Könnte vergessen. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Holen wir uns Lea. Aber vorher sehen wir uns um hier. Da kommt doch noch eine Passage, oder? Das war's doch noch nicht. Wir werden doch bestimmt gleich nochmal schleichen müssen oder irgendwie so ein Scheiß. Sind wir noch nicht bereit, die Karte wieder zu öffnen? Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an 2 vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Ja, deswegen hätte ich halt auch ganz gerne eine Karte. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Wenn wir brauchbare Infos hätten. Scheint denen alles egal zu sein. Hier noch irgendwas? Nee. Hier auch nicht noch irgendwas. War also schon die richtige Richtung, die ich da eingeschlagen hatte. Wenn wir dann noch Patrouillen aufpassen, heißt für mich so viel wie, da kommen noch Typen.
Und da das Blut habe ich durchaus gesehen. Erstmal aber interessiert mich der Swimmingpool. Marco! Marco! Dann halt nicht. Cool. Was? Okay. Meine Neugier ist da definitiv geweckt. Blutspur führt nach oben. Müssen wir gleich nochmal gucken gehen dann. Alles voll. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich sehr gut bin oder dass ich sehr schlecht bin, weil ich meine Möglichkeiten nicht nutze. Hast du ihn? Ja. Shit. Oh, mein Herz rast. Meins auch. Den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ich habe nicht mal geschaltet, dass der da von der Seite kommt. Aber hier können wir ja unsere Waffe austauschen. Diese Nahkampfwaffen, die sind halt wirklich nicht sonderlich stabil, ne? Wie viele haben wir jetzt? 49, 11 noch. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie irgendwas, das man lesen kann. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keine Scars, die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Gezeichnet Chevy. Tja, Chevy, das war wohl nix. Aber dementsprechend war das natürlich auch nicht der Weg, wo es weitergeht. Das heißt, wir müssen da über diesen Platz. Aber hier vorher noch ein Häuschen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, hier waren wir auch noch nicht, ne? Ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Kinnett-esque. Echter Name Georgina Kinnett. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit Society of Champions. Kinnett, von ihren Freunden Georgie genannt, ist eine brillante Anwältin, die dem Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fahrlässigkeit, exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit mit sich.
aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestört der Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihr schwarzer Gürtel in Aikido und die gesamte Society of Champions in der Kurzwahl ihres Handys. Ein paar Drogen, vielleicht oben oder sowas. Gib mir Stoff. Es gibt kein O. Okay. Da kann man nicht rein. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nach da hinten durch, wa? Das verlassene Gebäude, hier kommen wir ja her, ne? Jupp, hier kommen wir her. Hier, das ist der Weg, den ich tatsächlich ursprünglich fast gegangen wäre. Das heißt, jetzt geht es hier hinten lang weiter. Beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Wann hatten sie denn die Gelegenheit, Tommy zu töten? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Damals. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Ja, ja, ist schon klar. Mir ist das völlig klar, warum sie es zu Ende gemacht haben. Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Ach komm, Ellie, Blödsinn. Du weißt genau, warum sie es getan haben. Du bist ja nicht dumm. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Weißt du, ich habe kein Problem damit, wenn die ihre Unterhaltung hier nebenbei führen, während ich die Gegend absuche. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja? Aber wenn die dann so ein dämliches Soundsystem hier drin haben, dass sobald ich mich von ihr abwende, dass ich nicht mehr höre, was sie sagt, und dementsprechend hier ständig stehen muss, um mir das anzuhören, dann ist das schon scheiße. Und hier waren wir schon. So, wenn man jetzt wüsste, wo Dina lang will, dann wüsste man auch, welchen Weg man vermeiden sollte. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Oh, ich will mir dieses Hotel hier nochmal anschauen, weil ich vermute, dass es den Weg hinter dem Hotel weitergeht. Aber meine Vermutungen sind früher schon
falsch gewesen. Das reicht nicht ganz, da fehlen noch. Guck mal, hier könnten wir auch raus. Zwei fehlen noch. Zwei kleine Pillchen fehlen mir noch zum Glück. Zwei kleine Pillchen fehlen mir noch zum Glück. Okay, ich weiß, wo es lang geht. Das bedeutet, dass wir das obere Stockwerk jetzt auf jeden Fall nochmal absuchen können. Und das finde ich ja schon mal so ein bisschen entspannend. Da hinten lang gucke ich gleich. Obwohl hier vorne anscheinend nichts mehr ist. Okay, gut. Guck mal da hinten nochmal. Okay, können wir uns das nächste Areal schon mal angucken. So, jetzt möchte ich aber tatsächlich noch mal hier hinter das Haus gucken. Die Straße runter. Wir müssen doch letztendlich den Müllcontainer nutzen, um über den Zaun zu klettern, oder? Oder mache ich jetzt wieder einen Fehler und verpasse jetzt dann wieder den optionalen Teil? Okay, viele optionale Teile, die einfach so gar nichts bringen. Auch interessant. Na gut. Was hast du damit vor? Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Versuch doch, mit anzufassen, blöde Kuh. Oder alternativ könntest du halt Wache halten, aber nicht mal das machst du. Du stehst mit dem Rücken zum einzigen Zugang in dieses Areal und guckst mir dabei zu, wie ich arbeite. Und was willst du jetzt damit tun? Aha, willst du mich verarschen? Dann gehe ich halt alleine. Alter, wie dumm. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Diese Aneinanderreihung an Höfen, die macht mich ja schon so ein bisschen nervös. Der war echt schlimm. Ich bin. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Ah, ich kriege Hunger. Ja? Dann red nicht dauernd übers Essen. Ja. Zwei. Ach, wo zum Teufel ist das Mädchen? Sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Scar? Sie saß auf einem Pferd. Nein, kein Scar. Na, dann werden die Scars sie wohl töten. Erledigen wir das, dann können wir endlich essen, okay? Kommt jetzt hier lang? Gut, dann nehmen wir eben nur ihre Leiche mit. Ich glaube, da war was. Ich sehe sie! Alter! Alex! Na los! Ich bin dran!
Weißt du, was das Schlimmste ist? Warum hat sie den anderen in der Zeit nicht ausgeschaltet? Okay. Ich warte auf euch. Suchen wir alles ab. Spürt sie auf. Ist dein Scheiß ernst? Also jetzt mal ernsthaft. Wo genau hätten wir denn sonst sein sollen? Oh, der andere kommt von oben. Das ist gar nicht so dumm. Aber wenn ich das weiß, kann ich das natürlich zu meinem Vorteil nutzen. Was? Also wenn Dina nicht immer an diesen Scheißstellen sitzen. Die hat mir original im Weg gesessen, sonst wäre ich eine Sekunde schneller an dem dran gewesen. Tut mir leid, das ist heute die Aufnahmesession der Kritik an Designentscheidungen, aber hier sind durchaus einige grenzwertige Designentscheidungen getroffen worden. Erkennst du einen von denen? Nein. Okay, gut. War da ein Checkpoint? Weniger als eine Minute her. Ja, gut. Okay. Diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wolves? Hoffentlich nicht. Gut. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle hier aber erstmal Schluss. Das war's mit The Last of Us für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche habe ich mich so ein kleines bisschen abgeregt. Und bin dann vielleicht wieder ein bisschen eher gewillt, diesem Spiel den einen oder anderen Designmangel zu verzeihen. Es ist ja nicht so, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber so bestimmte Sachen, die nerven mich ein bisschen, ja. Also Dina hat mir jetzt schon mindestens zweimal im Weg gestanden, ja. Ne, alleine in diesem Gefecht, alleine in dieser Begegnung hat mir Dina zweimal im Weg gestanden. Im Laufe des Spiels tatsächlich schon häufiger. Ja, und das ist sowas, das ist so ein absolutes No-Go für NPC-Begleiter. Ja, Dina ist ja zumindest nützlicherer NPC-Begleiter als viele andere NPC-Begleiter, die ich im Laufe meiner Gamer-Karriere so kennengelernt habe, aber trotzdem. Ja, im Weg stehen ist so das größte No-Go, was NPCs machen können. Das wissen wir spätestens seit den Elder Scrolls-Spielen. Und die Sache mit diesen Points of No Return, die dann ohne Warnung aufploppen, das ist auch ein No-Go. Richtig mies. Aber abgesehen davon ist es ja ein gutes Spiel. Ich meckere so viel, dass man vielleicht das Gefühl kriegt, ich mag das Spiel nicht. Und dieses Gefühl, das möchte ich überhaupt nicht vermitteln. Ich mag das Spiel. Das Spiel macht mir Spaß. Ja? Wenn ich in dieses Spiel nicht investiert wäre, ja, wenn mir dieses Spiel am Arsch vorbeigehen würde, dann würden mich diese Mängel ja nicht so dermaßen auf die Palme bringen. Na gut, jetzt reicht's aber. Bis dann.